Let's celebrate. Endlich ist er da, der Abend, den Berlins Sportwelt seit Wochen entgegenfiebert. Die Verleihung des Berliner Amateursportpreises. Zahlreiche Gäste kommen im Kesselhaus in der Kulturbrauerei zusammen, zu der der Berliner Turn- und Freizeitsportbund, die Deutsche Olympische Gesellschaft Berlin und der Landessportbund Berlin gemeinsam mit Lotto Berlin geladen hat. Das sind Menschen, die den Sport in die Gesellschaft tragen. Die kommen aus der Gesellschaft, die gehen ihrer Arbeit nach, die machen abends Sport, am Wochenende Sport, die erleben Gemeinschaft. Es geht ja darum, was hält Berlin zusammen? Das sind die Menschen, die Berlin zusammenhalten. Und ich freue mich jedes Jahr total über deren Begeisterung, über deren Engagement. Auf dem bunten Programm stehen Grußworte vom LSB-Präsident Thomas Hertel, Show-Einlagen der Schrillen Schrullen und des Duos Cosmic Artists sowie die heiß ersehnte Preisverleihung des Berliner Amateursportpreises. 2 Wochen lang hatten 12 Vereine Zeit, die Werbetrommel zu rühren und auf ihre Mannschaften aufmerksam zu machen. Schließlich geht 50% des Votings aus den Online-Stimmen sowie einer Fachjury mit Partnern und Unterstützern aus Sport und Politik hervor. Und wir hatten heute ganz viele verschiedene Sportarten, einen bunten Blumenstrauß und in dieser Location einmalig, also ganz toll. Aber wer wird denn jetzt Berlins bestes Amateursportteam? Von Indoor-Lacrosse über Jugger und Volleyball sind die unterschiedlichsten Sportarten vertreten. Doch jetzt steht der Sieger fest. Erstmals in der Geschichte des Berliner Amateursportpreises sichert sich eine Hockeymannschaft den ehrenhaften Titel. Es ist die erste Herrenmannschaft des Zehlendorfer Turn- und Sportvereins von 1888. Als wir da aufgerufen wurden, da war ich wirklich kurz einfach vom Glauben abgefallen. Also da sind wir sehr, sehr dankbar drüber. Wir haben nicht damit gerechnet, ich für meinen Teil auf jeden Fall nicht. Und dass wir es halt jetzt geschafft haben, es bedeutet uns sehr, sehr viel. Sie zeigen, wie Teamgeist und Fairplay gelebt wird. Denn seit vielen Jahren arbeiten sie gemeinsam an ihren Zielen. Und die Arbeit hat sich sichtlich gelohnt. Innerhalb von kürzester Zeit sind sie in der Halle von der Regionalliga Ost in die erste Bundesliga aufgestiegen. Auch bei den 2 Platzierten, den Fußballern der Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung, steht Zusammenhalt im Vordergrund. Mit ihrem Talent, ihrem Willen und ihrer Stärke gewannen sie Gold bei den Special Olympics National Games, aber auch bei den Special Olympics World Games. Das war natürlich ein absoluter Highlight. Also es haben 16 Teams beim Traditional Fußball mitgespielt und wir haben da schon eine sehr dominante Rolle gespielt. Auf Platz 3 tanzen sich die Damen und Herren der Standardformation des SC Siemensstadt. Sie sorgten im vergangenen Jahr für eine echte Sensation. Nach 10 Jahren Abstinenz eines Berliner Teams stellten sie ihr Können in der ersten Bundesliga zur Schau. Zudem erreichten sie das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft, bei der die Top 6 des Landes aufeinandertreffen. Und dass wir aufgrund dessen mit für diesen Preis nominiert worden sind, hat uns als Team einfach einen wunderbaren Push gegeben, immer mehr zu geben, uns immer weiter zu steigern und einfach unsere Bestleistung abzugeben. Nach der Preisverleihung heißt es für alle Gäste, let's celebrate. Denn DJ Guess und die Coverband Right Now heizen den Dancefloor bis früh in die Morgenstunden ein.